Die nächste Technik ist Choma Yachi Chongkyun. In der Siolim-Tau-Form hatten wir von hier aus gerade gestoßen. In der zweiten Form, Chamkyu, haben wir eine Wendung noch hinzugefügt, um noch mehr Energie hinter dem Schlag zu bringen. Bei Pyuji machen wir noch eine Ausholbewegung in der Hüfte und schlagen dann. Dann kommt Tangji, die springenden Finger. Da der Daumen auf Zeige- und Mittelfinger ruht, kann man schön die Finger springen lassen. Von da aus dann Nanwun, immer die anhebenden und sinkenden Fingern, beziehungsweise Unterarmschlag ist da die Anwendung. So, also von den Tangji gehen wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, nochmal runter, zirkeln, rechts, links, rechts, links, rechts, links, zirkeln. Von dort aus, hier aus der Seitenansicht, spannen wir den ganzen Arm, insbesondere die ganze Hand, jeder einzelne Finger wird angespannt. Dann spannen wir hier noch ein zweites Mal an, die Finger liegen also ganz an und pressen die Faust, so dass der ganze Unterarm auch nochmal unter Spannung steht für Unterarmtraining. Von da aus machen wir dann Choma Chekyun, die zurückziehende, streckende Faust, also von hier aus in der Hüfte wieder ausholen und das gleiche auf der anderen Seite, Tangji, Nanwon.